Sucht. Sie nimmt viele Formen an und hat viele Gesichter, wie ein Dämon, der unter uns wandelt. Sie nimmt dein Leben in Beschlag, schleicht sich ein und verändert dich von innen heraus. Eine Sucht zu überwinden ist schwer, aber oft ist es noch viel schwerer, sie nicht aufzugeben. Das war eine schwierige Lektion, die drei Menschen lernen mussten. Joey Walker, Dolly McGregor und Paul Abels. Diese drei hatten sich nie getroffen und werden es auch nie tun. Aber jeder von ihnen hatte zwei Dinge gemeinsam. Erstens hatte jeder von ihnen eine Sucht, von der er sich nicht befreien konnte. Und zweitens hatte jeder von ihnen eine Begegnung mit SCP-666. Joey Walker war am Ende seiner Kräfte, als er darauf stieß. Jeder hat schlechte Tage, aber für Joey war in den letzten 15 Jahren jeder Tag ein schlechter Tag. Er ging auf die 40 zu und hatte nichts vorzuweisen außer Kreditkartenschulden, einem struppigen Bart und einem alten Mustang. Aber der Schnaps war immer für ihn da gewesen. Egal wie schlimm es war, am Ende des Tages konnte er immer auf ein Glas voll Trost zählen. Aber um ein Zitat von Stephen King zu zitieren, manchmal, wenn ein Mann einen Drink nimmt, nimmt der Drink den Mann. Und Joey Walker war schon längst vergeben. Er war ein Wanderarbeiter, der überall dort arbeitete, wo es etwas zu tun gab. Aber er hätte nie gedacht, dass er einmal als Bauarbeiter in Tibet landen würde. Nicht, dass er sich beschwert hätte, klar, es war kalt, aber es gab viel tibetischen Cheng zu genießen. Es war ein so gutes Getränk, dass Legenden besagen, dass Yetis sogar Dörfer in den Bergen überfallen würden, um etwas davon zu bekommen. Joey hatte Gefallen an dem Cheng gefunden und trank ihn, als er mit seinem Auto in den Bergen verunglückte und im Schnee festsaß. Joey hatte den Absturz selbst überlebt, aber er wusste, dass er in der Kälte nicht lange durchhalten würde. Er brauchte einen Unterschlupf. Deshalb konnte er sein Glück kaum fassen, als er die Jurte zum ersten Mal sah. Eine Art traditionelles tibetisches Zelt aus Tierhäuten. Joey hatte noch nie etwas Vergleichbares gesehen, aber jede Zuflucht vor dem Sturm war ihm recht. Er drängte sich durch den Schnee vor und kletterte hinein. Aber das Innere der Jurte war ganz anders als das Äußere. Es schien sogar eine exakte Nachbildung seiner Lieblingssportbar in Atlantic City zu sein. Es war warm, an den Wänden hingen all die alten Erinnerungsstücke. Und auf allen Bildschirmen wurde gezeigt, wie die Suns die Colts im Super Bowl 2010 besiegt haben. Joey stellte es nicht einmal in Frage. Er lächelte nur und ging auf die Bar zu. Er erkannte sogar den Barkeeper, Malcolm, einen guten alten Freund von ihm. Malcolm lächelte ihn an, aber sein Grinsen hatte etwas seltsam Bedrohliches an sich. Willkommen zurück, sagte er. Ich dachte, du hättest deinen Hintern nach Tibet geschleppt. Ich schätze, das hast du auch aufgegeben, genau wie alles andere. Naja, außer... Malcolm schob ihm ein Glas Bier über die Theke entgegen und starrte ihn an. Joey verstand nicht, warum Malcolm so aggressiv war, aber er stellte das auch nicht in Frage. Er schnappte sich das Glas und trank es in einem Zug aus, bevor das leere Glas auf die Theke knallte. Malcolm schwenkte weiter aus, Runde um Runde, und Joey schlug sie immer wieder zurück. Er bemerkte nicht, als die Fernsehbildschirme zu einem Rauschen wurden. Er bemerkte nicht, wie die anderen Gäste an der Bar zu zittern und zu zucken begannen und sich nach und nach in etwas weniger als Menschen verwandelten. Er bemerkte nicht einmal, als Malcolms Gesicht anfing, von seinem Schädel zu schmelzen, solange er weiterschenkte. Bevor er überhaupt richtig begreifen konnte, was mit ihm geschah, war Joey Walker tot. Seine Leber und seine Nieren hatten den Geist aufgegeben. Seine Leiche wurde später an einem tibetischen Berghang, nur 30 Meter von seinem verunglückten Auto entfernt, erfroren gefunden. Im Bericht des Gerichtsmediziners wird als Todesursache Unfall angegeben. Aber das war kein Unfall. Er war dem SCP-666 zum Opfer gefallen. Einer anomalen Jurte, die manchen als Geisterhaus bekannt ist. Das Wesen, das er Malcolm genannt hatte, ist der Stiftung als SCP-6661 bekannt. Und Malcolm hatte die Herausforderung nicht bestanden. Zum Leidwesen unseres betrunkenen Freundes ist die Strafe für sein Versagen der Tod. Die nächste auf unserer Liste der menschlichen Tragödien ist Dolly McGregor, eine 62-jährige Frau aus Anaheim, Kalifornien. Dolly war dem Alkohol nie abgeneigt, aber sie wusste, wie sie ihre Mojitos in Maßen genießen konnte. Man wird selten 62, wenn man es nicht tut. Und Dolly konnte den Leuten mit Stolz erzählen, dass sie 2 Kinder und 6 Enkelkinder hatte, die sie für ihren Geschmack nicht oft genug gesehen hat. Außerdem hatte sie über $100.000 Spielschulden bei einer Reihe von Casinos auf dem Vegas-Strip. Seitdem ihr Mann Albert vor einigen Jahren gestorben war, waren Würfelspiele, Blackjack und die Stunden vor den Spielautomaten eine willkommene Abwechslung zur Einsamkeit gewesen. Aber in Vegas kann sich das Glück im Handumdrehen ändern. Dolly war von einer heißen Glückssträhne zu einem Totalverlust übergegangen.
Die Casinos erweiterten ihre Kreditlinien, bis sie mit Geld spielte, das sie nie zurückzahlen konnte, aber das hielt sie nicht auf. Sie verkaufte alles und nahm sogar eine Hypothek auf das Haus auf, das Albert mit seinen eigenen Händen gebaut hatte, und um mit den steigenden Schulden Schritt zu halten. Es war immer noch nicht genug, aber sie konnte auch nicht aufhören. Sie fühlte sich nicht einmal mehr gut dabei, sondern nur noch zwischen den blinkenden Lichtern der Spielautomaten und dem Geklapper der Würfel. Sie musste weg, so weit weg wie möglich. Sie hatte von Menschen gehört, die in Tibet spirituelle Erleuchtung erlangten. Sie hatten Gott oder Götter entdeckt. Oder manchmal auch nur ein Gefühl vom inneren Frieden. Was auch immer es war, sie musste es finden und sich diesen Dämon vom Hals schaffen. Also nahm sie ihre letzten Ersparnisse und flog nach Tibet, um ihren Kopf frei zu bekommen. Sie wusste nicht, ob es in Lhasa Casinos gab. Aber wenn ja, würde ihr Geld dort sicher nichts nützen. Das war genau das, was sie brauchte. Aber Tibet war nicht das gelobte Land, für das sie es hielt. Wo auch immer Dolly hinging, wurde sie von den gleichen Lastern und Dämonen verfolgt. In der ersten Nacht, die sie in Lhasa verbrachte, nutzte sie das WLAN des Hotels, um eine Online-Poker-App auf ihrem Handy zu laden. Das führte dazu, dass sie noch ein paar tausend Dollar mehr verlor und eine Panikattacke bekam, die Dolly dazu veranlasste, ihr Handy in die Toilette zu werfen, bevor sie in die Wildnis abhaute. Sie musste einfach mal weg. Aber Zeit und Raum entgingen ihr und schließlich stand sie knietief im Schnee. Wo war sie hergekommen? Wohin konnte sie gehen? Schnell wurde ihr klar, dass sie verloren war, wenn sie nicht bald einen Unterschlupf finden würde. Aber ihr blieb nichts übrig, als weiterzugehen. Da stieß sie auf SCP-666. Die Jurte war wie eine Oase auf dem kargen Berghang. Sie erwartete keinen Komfort darin, aber sie konnte ihr zumindest etwas Schutz bieten, bis das Personal im Hotel bemerkte, dass sie weg war. Dann würden sie kommen und sie retten, oder? Richtig? Aber als sie durch die Jacklederklappe in die Jurte trat, befand sich Dolly nicht in einem uralten Zelt in der tibetischen Wildnis, sondern auf dem Boden eines Casinos. Vor ihr stand ein großer, schöner Roulette-Tisch, der von einem grinsenden, gut gekleideten Croupier bedient wurde. Flankiert wurde sie von einem Heer von Spielautomaten und all die angenehmen, vertrauten Geräusche des fröhlichen Glücksspiels schallten durch die Luft. Sie näherte sich dem Tisch und der Croupier schüttelte enttäuscht den Kopf. Wieder da, was, Dolly? Sagte er mit einem Seufzer. Natürlich, das war ja zu erwarten. Was hast du denn sonst noch in deinem leeren Leben, hä? Ohne all das hier wärst du nichts, oder? Überhaupt nichts. Seit Albert gestorben ist und die Kinder nichts mehr mit dir zu tun haben wollen, sind wir alles, was du hast. Also, Dolly, was darf's sein? Rot oder schwarz? Fühlst du dich glücklich? Seine Worte verletzten Dolly, aber das konnte sie nicht aufhalten. Sie schnappte sich ihre Chips und setzte sie alle auf Rot. Eine letzte Runde konnte nicht schaden. Was hatte sie schon zu verlieren? Sie blinzelte und sie saß nicht mehr am Tisch. Sie war aufrecht, aber sie stand nicht. Ihre Hand- und Fußgelenke waren an etwas gefesselt. An ein Rad, ein riesiges Roulette-Rad. Als wäre es ein mittelalterliches Foltergerät. Der Croupier stand ihr gegenüber. Nun, etwas, das einmal ein Croupier war. Sein Gesicht flackerte hin und her. Manchmal war es menschlich, manchmal war es ein Durcheinander aus Augen und Zehen. Hinter ihm saßen weitere Dämonen an den Spielautomaten und zogen an Hebeln aus menschlichen Knochen. Gute Wahl, Dolly, sagte der Croupier. Rot steht dir. Er streckte die Hand aus und drehte das Rad. Dolly verlor sich in einer überwältigenden, pulsierenden Kaskade aus Lichtern, Farben und Geräuschen. Die schrecklichen, blechernen Geräusche von Spielautomaten und das Lachen des dämonischen Croupiers. Sie verlor sich in Angst und Panik, während sie sich immer weiter drehte und drehte und drehte. Als ihre Leiche schließlich gefunden wurde, befanden sich ihre Muskeln im fortgeschrittenen Stadium der Atrophie, als hätte sie sich seit Jahren nicht mehr bewegt. Ihr Gehirn war verrottet und als Todesursache wurde ein plötzlicher Herzstillstand nach langem Schlafmangel und Unterernährung festgestellt. Dollys Familie wird nie wirklich erfahren, was mit ihr passiert ist. Die SCP-Stiftung hatte viel über SCP-666 gelernt, nachdem sie ihn in Standort 73 eingeschlossen hatte. Seine anormalen Wirkungen, nämlich lebhafte, komplexe und potenziell tödliche, halluzinatorische Erfahrungen, betreffen nur Menschen mit einer Art von Sucht oder Abhängigkeit. Für alle anderen, die die Jurte betreten, ist es ein ganz normales Zelt. Aber alle Süchtigen, die den Raum betreten, geraten in seinen Bann und werden in der Regel an den Ort zurückgebracht, an dem sie sich befanden, als ihre Sucht am stärksten war. Dort treffen sie auf SCP-6661, ein Wesen, das die Form einer Person aus dem Leben der Person annimmt. Normalerweise eine Person, die maßgeblich an der Sucht beteiligt war.
Jede Art von Sucht scheint ihn auszulösen. Alkohol, Drogen, Glücksspiel, Pornografie, Essen, selbstzerstörerisches Verhalten, ja sogar Videospiele. SCP-666 tötet seine Opfer mit einer verdrehten Verhöhnung genau der Dinge, von denen sie im Leben abhängig waren. Erst mit Paul Abels begann die Stiftung, die andere Seite der Medaille zu entdecken. Nach allem, was man hört, ist Paul ein schlimmerer Mensch als alle anderen auf dieser Liste. Schon früh wurde er von harten Drogen abhängig und begann ein Leben mit Gewaltverbrechen, um seine Sucht zu finanzieren. Bei einem Überfall auf einem Schnapsladen ermordete er 2 Menschen, bevor er zum Tode verurteilt wurde. Dann wurde er von der SCP-Stiftung als D-Klasse aufgenommen und aufgrund seiner Drogenvergangenheit als Testperson für SCP-666 ausgewählt. Die Stiftung rechnete damit, dass seine Leiche bald auf den Verbrennungshaufen kommen würde. Keiner der Forscher, die an dem Fall arbeiteten, konnten vorhersehen, was dann tatsächlich passierte. Paul war gezwungen, die Jurte zu betreten. Kurze Zeit später stand er an einem Ort, den er mit allen Mitteln versucht hatte zu vergessen. Die dunkle, mit Graffiti beschmierte Gasse, in der alles begann. Das war der Ort. Der Ort, der sein Leben zerstört hatte. Jede schlechte Entscheidung, die er je getroffen hatte, konnte hierher zurückverfolgt werden. Und zwar zu einem Mann, Frank. Frank war sein erster Dealer und jetzt stand er ihm wieder gegenüber. Frank grinste wie ein Dämon. Komm schon, Polly, sagte er. Du bist Abschaum der Gosse. Wir wissen beide, was du tun wirst. Spürst du es nicht? Den Juckreiz? Noch ein Schlag, Polly. Mehr brauchst du nicht, um dich besser zu fühlen. Es ist Zeit, deine Medizin zu nehmen. Frank, oder dieses Ding, das vorgab, Frank zu sein, hatte recht. Er spürte den Juckreiz. Er wollte es. Vielleicht war er auch nicht besser als das. Er wollte die Hand nach Frank ausstrecken, doch dann zog er sie abrupt zurück. Franks Augen weiteten sich in echter Überraschung, als Paul antwortete, "Es tut mir leid, das bin nicht mehr ich." SCP-6661 lächelte und sagte, "Vielleicht ist es nicht so, Polly. Vielleicht ist es nicht so." Als Paul Abels von einem der anwesenden Wächter aus der SCP-666-Jurte geholt wurde, entdeckten die Forscher der Stiftung etwas Erstaunliches. Paul war quicklebendig. Und was noch unglaublicher war, er verspürte kein Verlangen mehr. Seine Sucht war verschwunden. Und weitere Tests zeigten, dass Paul kein einmaliges Ergebnis war. Tatsächlich wird jeder, der sich der Versuchung des SCP-666 verweigert, sehen, wie seine Süchte auf wundersame Weise verschwinden, wenn er die Jurte verlässt. Danach wurde der Stiftung klar, dass SCP-666 nicht nur ein Mittel ist, um Süchtige zu bestrafen, sondern auch eine Art Test. Diejenigen, die sich ändern wollen, die bereit sind, sich ihren Dämonen zu stellen und dem Sog der Versuchung zu widerstehen, werden mit dem belohnt, was sie sich im Leben am meisten wünschen. Freiheit von ihrer Sucht. SCP-666 kann dein Verhängnis oder deine Rettung sein. Und wie es bei den meisten Dingen im Leben gilt, du bekommst, was du gibst. Und in SCP-610, das hasserfüllte Fleisch, und SCP-1730, was geschah mit Standort 13, findest du weitere anomale Orte, die dir Albträume verschaffen.